Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom unbekannten Modpack. Ja, ich habe jetzt hier mal die Regentanks umplatziert, die sind jetzt hier im Boden versteckt. Die, wenn es regnet, sammeln dies Wasser. Ich habe das Wasser, wo drinne war, schon mal aufgefangen. Tut mir leid, ich muss mich eben muten, ich musste mal kurz aufstoßen, ich habe eben was getrunken. Soll vielleicht nicht immer in der Aufnahme drin sein. Was ich jetzt vorhabe, ist hier mit dem Flüssigkeitsversorgungsrohr die Distillen befüllen zu lassen. Aber dafür bräuchte ich vorher noch einen Eimer. Dann gib mir den Eimer her. Schnapp ich mir eben einen Eimer Wasser. Ja, schön, Creeper. Macht auch Bumm. Und hatte vor, die Solardistillen hier vorne zu platzieren. Weil hier eh schon ein Kabel langläuft und es dann am einfachsten ist. Och, Monster, ihr nervt heute dermaßen. Heißt, wir machen mal hier ein kleines Feld frei. Ach, das Inventar ist schon wieder zu voll. Den Bogen behalte ich noch im Inventar, dass er sich repariert. Und zwar werde ich das wie folgt machen. Ja, hier wäre vielleicht doch nicht so prickelnd. Aber auf der Seite. Habe ich noch irgendwas Schönes zum Bauen hier drin? Ja, nehmen wir mal wieder die Blöcke. Eine Reihe freilassen. Da kommen die Distillen dran. Hier hinten wird das Rohr anlaufen, was die versorgt. Von unten habe ich vor, die dann rausziehen zu lassen. Eins da. Ja, da müssten hier für die Optik noch drei hin. Also das wird wie folgt aussehen. So, 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 so. Da fehlt mir dann wieder ein Rohr. Habe ich noch Fluid Ducts im System? Fluid, eine. Die sollten aber auch nicht so schwer zum Herstellen sein. Duct. Mostly like. Gehärtetes Glas habe ich ja hier schon mal mehr gemacht. Aber das brauche ich in letzter Zeit sehr häufig. Sind auch noch Bestandteile von meinen Sachen hier übrig, wo wir da ins System können. Solar. Kannst du davon wieder welche herstellen? Stahlbarren fehlen ihm. Die sollten erstmal reichen.
das hatte ich so geplant. Was dann hier ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier ist die Mitte. Dann nehmen wir uns aber eben mal die Schaufel oder den Excavator, je nachdem, was man haben möchte. Warten wir mal kurz den Clear-Timer ab. Habe ich meinen Hammer auch irgendwo draußen? Sieht nicht so aus. Dann ist er hier irgendwo. Da ist er. Ja, hier läuft ein Kabel lang. Das wollte ich mir zu Nutzen machen. Und hier kommen zwei Trommel hin, die verbunden sind mit der Anlage hier oben. Dann muss da auch so ein logisches Kabel hochgehen. Das ziehen wir einmal, ne, das war das Gewöhnliche, einmal so um die Ecke. Hier muss es hochgehen. Dann werden wir hier noch die Verbindungen trennen. Und jetzt sagen wir dem mit dem Eimer Wasser. Fangen wir mal hier drüben an. Wasser. Teilweise ja. Gucken wir mal, ob hier gleich Wasser ankommt. Da kommt schon das erste Wasser. Hier bildet sich das destillierte Wasser. Das stellen wir mal auf 5 Eimer. Ich glaube, so um die 8 oder 10 passen hier rein. Also immer noch halb voll. 10 Eimer. Ja, bei 10 Eimer ist es ziemlich voll. Also hier Wasser rein. Auf 10 Eimer. Teilweise ja. Schade, das kann ich hier nicht reinschiften.
10.000 Wassereimer, nichts Minimum, teilweise ja. Das wiederholen wir hier immer weiter, bis wir alle Rohre abgedeckt haben. Müsste auch schon das letzte Rohr sein. Jetzt müsste jede Destille eigentlich anfangen können zu arbeiten. Glaubt es mir, teilweise machen wir immer aus. Sonst schickt er immer wieder 4-5 Millibuckets. Und ich sehe gerade, hier ist noch nichts. Habe ich auch ein Rohr übersprungen. Geil. Na, das macht er trotzdem. Was ist, wenn ich ihm sage, ein Eimer Minimum? Da müsste er ja eigentlich aufhören, hier Teilsachen reinzuschieben, oder? Machen wir mal hier auf 5 Eimer. Dann entstehen nicht so viele kleine Entities. Habe ich noch irgendwo hier? Ne, gut. Dass er erst ab 5 Eimer wieder auffüllen soll. Und dann dürfte es hier auch ruhiger werden. Das ist schön. Und jetzt gehen wir uns noch ein Item craften. Oh. Die Quarry hat doch gut Strom gefressen. Heißt, was RF angeht, machen wir mal kurz eine kleine Pause. Ich brauche einen Anzieher. Oder auf Englisch Retriever. Golden Retriever. Gold Nuggets fehlen ihm. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Da gib mir mal einen Stack davon. Können wir hier auch wieder dann schön verbauen.
Das werde ich dann mit Zimmermanns Blöcke noch ein bisschen verfeinern. Dass man hier nicht unbedingt reinschauen kann. Und dann sieht es doch noch einigermaßen anschaubar aus. Na, ja, komm mal her, Spinner, geh sterben. Gucken wir mal. Gold ist da. Mein Inventar ist auch wieder voll. Wo ist mein Enderbeutel? Hier. Das. Den Bogen kann ich jetzt wegtun. Machen wir immer die Goldnuggets. Ach, jetzt habe ich die weg, egal. Bringen wir mal bitte die Sachen. Das gehärtete Glas und Kupfer kann mal weg. Und jetzt wird müsste ich hier das Ding mal abbauen können. Schrauben. Ne. So ein Schraubenschlüssel bräuchte ich dann noch. Naja, den hier. Die hier, wo wir haben, bring mir mal bitte die Materialien. Dann gehen wir mal gucken. 3 Millionen hat schon wieder. Anziehend. Ja, da haben wir sogar schon fast einen Eimer von dem destillierten Wasser. Klar, die Maschinen funktionieren jetzt nur, wenn Tag ist, aber mit dem destillierten Wasser haben wir halt einen Vorteil. Bei normalem Wasser für die Kühlflüssigkeit müssten wir 8 Staub verarbeiten. Und mit dem destillierten Wasser nur 1. Heißt, hier gibt es 2 Rezepte. Wasser mit 8 gibt es Kühlflüssigkeit. Oder destilliertes Wasser, ein Dust, gibt auch die Kühlflüssigkeit. Und das ist deutlich einfacher anzubinden. Und das kann auch sich passiv generieren. Genauso wie das Wasser. Wenn es nicht regnet, habe ich keine Kühlflüssigkeit. Wenn es regnet, habe ich es mal in Überfluss. So, komm mal her. Die Maschine ist ganz geblieben, das ist schön. Aber mein Inventar ist wieder voll. Was natürlich nicht geil ist. Den Staub kann ich komprimieren im Inventar. Heißt die Maschine 1, 2, 3. Kommt hier als erstes hin. Dann mal kurz gucken, ob hier was drin ist. Nein. Die ist auch ganz geblieben. Hier ist auch nichts Radioaktives drin. Aber ich habe wieder keinen Platz. Die 2 Maschinen kommen jetzt hier hin. Hier der Feststoffabfüller, hier die Zentrifuge.
Die hatte 10 Upgrades, die hatte 10. Ich meine, die hier 4, die 3 und die noch gar nichts. Aber das Schöne ist, wo ist denn das Ding hier? Hier. Ich kann mir die zwei Upgrades hier schon rausnehmen. Es muss dann hier nicht mehr so abstehen. Die Truhe werde ich irgendwann später mal verschieben. Und das werde ich hier alles nochmal abreißen. Und gucken, ob ich das wieder klein craften kann, dass wir die Rohstoffe zurückkriegen. Ansonsten habe ich halt was umsonst mal gemacht, weil ich einen Denkfehler hatte. Aber das passiert manchmal in Minecraft. Ich werde mich jetzt auch mal zwischen den Folgen ranmachen. Item Leitung. Versuchen, die hier vorzubereiten. Dass wir die in der nächsten Folge zusammenbauen können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder vom unbekannten Modpack. Auf Wiedersehen.